Leute! Wie kommen wir jetzt da hoch? Ach, da. Huch! Da! Ich bin erschrocken. Ich nehme an, er ist für Feuer anfällig, nicht wahr? Anfällig gibt es Feuerschaden. Na, schön, dass wir kein Feuer haben. Schnattern Sie? Flachländer, ich bin des Winters, der kalte Wind des Krieges. Sie geben mich in die Schlacht. Komm, stirb! Ein Drache, der mit uns redet. Na, das ist natürlich wunderbar. Entschuldige mal bitte, aber ich war hier gerade dabei zu looten. Ach. Okay, man kann sich auch unglaublich schwer machen. Moment mal, Dorn ist abgekratzt. Dann helfen wir dem erstmal auf die Beine. Lässt du wohl dich bewegen, Freundchen? Aua. Wir müssen uns wieder regenerieren. Dorn ist schon attackiert. Reißt euch in der Schlacht. Tun wir gerade. Komm, gib Gesundheit, gib Gesundheit! Boah, haben wir ihm gerade den wegfliegenden Drachen noch schnell Gesundheit entzogen. Wo ist Dorian? Hey, Kollege, steh auf. Gönn dir. So, wo fliegt das hin? Wo auch immer, Blackwall. Die Richtung. Cassandra. Die Richtung. Dorian. Die Richtung. Er hat immer ein anderes Verhaltensmuster als die meisten bisherigen Drachen. Aua! Kämpft gegen mich! Tun wir doch gerade!
So, bevor wir irgendwas passiert. Blackwall, die Richtung. Cassandra, die Richtung. Dorian, die Richtung. Wir gehen nach vorne. Rausrollen. Oh. Oh, was ist mit Cassandra passiert? Scheiße, scheiße, scheiße. Hoch und hier. Looten war eine schlechte Idee, das gebe ich zu. Cassandra, trink dir einfach ein. Oh, er schießt schon wieder. Alle auseinander. Bringt ihr den Scheiß schon wieder? Hä? Wieso gehen wir da hin? Ich will da nicht hingehen. Wir werden die Erde mit Flachländerblut tränken. Oh, weißt du was, Drache? Dann mach das mal, denn wir drehen jetzt durch. Cassandra kann gerade nicht. Blackwall. Und du kannst... Oh, das ist eine gute Kombination. So, du machst zuerst mal Hast. Und Hast wirkt, gehen wir in den Drachenzorn. Jetzt gehen wir in den Drachenzorn. Und jetzt machen wir einen kurzen Prozess mit dem. Diese Schlacht ist meiner würdig. So. Easy, Drache. Giselle bitten, eine Messe für Strahd zu lesen. Ich durfte noch nie mit ansehen, wie er einen Drachen erschlagt. Corypheus hatte einen Drachen. Ihr wart dabei, als ich ihn getötet habe. Nein, ich war unten, als ihr ihn getötet habt. Es ist ziemlich schwierig, einen guten Blick zu erhaschen, wenn einem ein schwebender Berg im Weg ist. Ich muss sagen, es war aufregend, es mal aus der Nähe zu sehen. Ihr! Das schreit doch geradezu nach einem neuen Titel. Was hieltet ihr von Drachentöterin Harding? Ein protziger Titel läuft den Aufgaben einer Späherin zuwider. Es geht doch darum, dass mich niemand kommen sieht. Inquisitor Ameridan wäre stolz darauf, dass ihr zu Ende gebracht hat, was er begonnen hat. Es ist schon komisch. Die Geschichte hat so vieles von ihm vergessen. Niemand wusste, dass er mit seinem Tod alle gerettet hat. Fühlt ihr euch auch manchmal so? Na, woher wisst ihr das über ihn? Ihr wart doch überhaupt nicht in der Festung. Woher wisst ihr das von Ameridan? Ich bin eine Späherin. Schon vergessen? Wer denkt, ihr schreibt die ganzen Nachrichten, die Liliana liest? Nein, ich fühle mich nicht vergessen. Im Moment würde mich halb D das auf den ersten Blick erkennen. Das stimmt. Aber die Leute sehen den Inquisitor, diese überlebensgroße Persönlichkeit. Jedes Mal, wenn ihr für jemanden mehr als nur eine Person seid... seid ihr für ihn gleichzeitig auch weniger als eine Person. Die Leute sehen nicht, dass es ein normaler, sterblicher Mann war, der die Avar bekämpft und diesen Drachen getötet hat. Und sie wissen definitiv nichts von eurer merkwürdigen Fixiertheit auf Elfenwurzeln. Kein Wort über die Elfenwurzeln. Meine Gefühle für Elfenwurzeln sind streng geheim, Späherin Harding. Ich werde euer Geheimnis mit auf den Scheiterhaufen nehmen. Und nebenbei bemerkt, gute Arbeit, Trevelyan. Naja, wie auch immer. Ich bin im Lager, falls ihr hier noch irgendetwas zu Ende bringen wollt. Ansonsten sehen wir uns in der Himmelsfeste. Unsere fixiert auf Elfenwurzeln.
Wo ist der Drache? Da ist der tote Drachenschädel. Unsere fixierte auf M. Wenn wir wirklich jedes beschissene Blümchen sammeln, das es gibt. Eisdrachenhaut. Was ist das denn? Seltenes Leder, hoher Rüstwert. Das ist nett. Eisdrachenknochen. Bestimmt auch sehr nett. Hakons Weisheit. Was ist das überhaupt? Ein Stab. Oh. Meister von Elixiergüte. Viel zusätzliche Elixiere. Und. Ja, das ist ein Modifikator. Meine Gefühle für Elfenwurzeln. Ach, Elfenwurzeln. Ey, was geht? Ich habe gerade so ein riesiges Vieh kaputt geschlagen. Weh, du kommst auf die Idee, aufmucken zu wollen. Ich will diesen... Ach, das können wir später erkunden. Jetzt geht's erstmal zur Insel. Da ist nämlich noch eine Erinnerung. Und dann können wir hier den Gäste des Stammes abschließen. Dann sind wir ja fertig mit dem Gebiet. Oh, Silberit. Was ich in dem DLC bisher sehr gemocht habe, war zum einen die Tatsache, war vor allen Dingen die Tatsache, dass ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf die Werte schweren Harding gelegt wurde. Ich finde die super, ich will die auf jeden Fall als Gefährten, habe ich schon 10.000 Mal gesagt, romanzierbare Gefährte für den nächsten Teil. So, da ist das Boot. Zum Glück wurden die Boote in... Oh. Zum Glück wurden die Boote in Ruhe gelassen. Die auch komplett ruhig... Ach, die liegen doch nicht komplett ruhig im Wasser. Ich dachte schon. Ich wollte mich schon über was lustig machen, aber nein. Spiel sagt, ist nicht. Oh, shit. Wir spielen jetzt seit 7 Stunden und 15 Minuten. Und dann müssen wir gleich unbedingt noch mit Professor Kenrick reden. Der wird sich denken, what? Inquisitor Ameridan und du hast seine ganzen Erinnerungen hier? Ja, das ist doch... Ich glaube, der kippt einfach nach hinten um vor Glück. Meine liebste Tilana, ich hätte dich nicht bitten sollen, mich zu begleiten. Auch wenn ich weiß, dass du mich niemals alleine hättest gehen lassen. Du bist eine Träumerin. Und dieser Drache, den die Avar gezähmt haben, trägt einen Dämon in sich. Ich kann sehen, wie du unter seiner Gegenwart leidest. Du solltest in aller Schirral sein und unser Volk an unsere Allianz mit Drachen gemahnen, anstatt hier mit mir erneut dein Leben aufs Spiel zu setzen. Und doch... In der alten Sprache bedeutet dein Name Tilana das. Nichts ist unausweichlich. Ich werde mich deines Namens besinnen und hoffen. Träumer sollen angeblich empfänglich für Dämonen sein. Eine Kreatur wie Hakon muss Tilana schreckliche Qualen bereitet haben. Ah, shit. So, dann gehen wir jetzt erst einmal... Dann gehen wir jetzt erstmal hier diese Quest hier abschließen. Danach können wir dieses Gebiet hier erkunden. So, und Cassandra hat irgendwie gesagt, dass sie eine Messe verstaut lassen will. Das war einfach vollkommen unpassend im Moment. Das mit eurem Schüler tut mir leid. Ehemaliger Schüler. Daniel hat seine Ausbildung bei mir vor Jahren abgeschlossen. Es muss schwierig sein. Was lässt euch denken, dass ich Wert auf euer Mitgefühl lege? Ach komm. Nichts. Ich kannte ihn ja nicht einmal. Aber mir scheint, wir haben mit ihm einen guten Sucher verloren. Ihr habt recht. Er war ein guter Mann. Danke. Ach ja, Cassandra ist ein bisschen enttäuscht.
Ist natürlich verständlich. Der Jagdmeister hat gesehen, wie ich diesem Hakoniten Bogenschützen direkt ins Auge geschossen habe. Er sagte, ich hätte einen Adlerblick. Ach, versuch's doch nicht etwa, dir deinen eigenen Legendennamen zu geben, oder? Nee, den so einen Namen bekommt man spendiert von den Leuten. Cassandra. Für euch immer noch Sucherin Cassandra, wenn ihr mich anspricht. Sucherin Cassandra. Noch lieber wäre es mir, ihr würdet mich überhaupt nicht ansprechen. Habt ihr nicht gesagt, es ist nie zu spät, mehr zu werden, als man ist? Ein Mann, der sich wirklich bemüht, rechtschaffen zu sein, würde niemals lügen. Er würde sich Respekt verdienen, anstatt ihn von anderen zu stehlen. Ach ja, da ist viel aufzuarbeiten. Was denkt ihr über das ganze Gewese über den Herold Andrastes Blackwall? Warum? Ich muss einfach nur wissen, ob ihr zu komplexen Gedanken fähig seid. Dann fühle ich mich besser. Wieso versucht ihr es dann nicht mit einem Silbenrätsel? Ihr würdet ein Silbenrätsel lösen, wenn ich es euch stelle? Nie im Leben. Gut, dann... Hey, Svarazonna. Hier, hallo. Inquisitor, ihr habt mehr für uns getan als die meisten Angehörigen des Steinbärenstamms. Es ist nicht richtig, dass ein Gast derart viel tut. Der Stamm hat gesprochen und ihr seid kein Gast. Ihr seid einer der unseren. Überdies habt ihr euch durch eure Taten einen Legendennamen verdient, der jemandes würdig ist, der Hakons Fänge vernichtet hat. Von diesem Tage an kennen wir euch als Inquisitor Erstau. Ich fühle mich geehrt. Erstau, was soll das heißen? Aber erstmal, ich fühle mich geehrt. Erstau? Ja, komm. Was? Ich meine, entschuldigt, das ist... Aber Erstau? Ja. Wenn das Eis aufbricht und der Frühling zurückkehrt, um der Welt neues Leben zu schenken. Es ist ein guter Name. Auf bald. Lasst uns die Unterhaltung vertagen. Geht mit dem Segen der Herren. Ich hab das Wort gar nicht gekannt. Erstau. Ich hab mich erstmal verwirrt, was soll Erstau heißen? Das wäre, wenn wir erstmal ein bisschen dankbarer sein. Das ist ein netter Name. Und die steht wieder auf dem Stuhl. Inquisitor. Ja. Es ist über die... Von diesem Tage an kennen wir euch als... Bin geehrt. Inquisitor... Ich werde mich eures Geschenkes würdig erweisen, Thane Sonnenhaar. Ich kann euch nicht sagen, dass alle Avar Verbündete der Flachlande sein werden. Aber eure Geschichte wird überall in den Frostgipfeln erzählt werden. Dann auf bald. Bis dann. Lasst uns die Unterhaltung vertagen. Gebt auf euch Acht. So, sonst was? Inquisitor Erstau? Auf bald. Lasst uns die Unterhaltung vertagen. Gute Jagd. Nachforschen. Bär. Es heißt, ihr wärt bei euch derjenige, der recht spricht, Inquisitor. Falls ihr dazu bereit wärt, bitte ich euch, auch über Storwacker zu richten. Wie bitte? Als Kriegerin unseres Stammes hätte Storwacker eher sterben sollen, als sich in das abscheuliche Ritual zu ergeben, das Hakons Fänge geplant hatten. Es ist... strittig, ob das Urteil in diesem Fall dem Auguren oder mir zufällt. Aber ihr seid hier und ich wäre euch dankbar. Alles klar. Überlasst das ruhig mir. Na schön. Ich kann wohl schlecht zulassen, dass das Leben des Stammes unerträglich wird. Storwacker, möchtet ihr euch dem Stamm gegenüber für eure Taten rechtfertigen? Wir können den Bären rekrutieren. Oh, da muss ich mal schauen. Das habe ich ja noch hier offen. Hier. Unbär. Was? Bär selbst.
Wenn wir Magier wären, könnten wir Bärsänftigung vorschlagen. Wird natürlich abgelehnt. Alles klar, wir rekrutieren den Bären. Da ich Ehrenmitglied des Stammes bin, denke ich, dass ich ein Stammestier meinen Leuten anschließen kann, ohne dadurch seine Eide zu brechen. Storvaka, ich, Inquisitor Ersthau, verurteile euch dazu, in die Dienste meiner Inquisition zu treten. Bei der Herrin! Ich kann schon hören, wie mich der Jagdmeister deswegen verspottet. Gibt einen Einsatz, deswegen habe ich das gemacht. Die Bürde mit dem Inquisitor Ersthau? Sonst was? Na gut, dann auf bald. Lasst uns die Unterhaltung vertagen. Geht mit dem Segen der Herrin. So, ich hab aufgeräumt. Dann diesen Fitzel. Wisst ihr was? Scheiß auf diesen Fitzel. Ja, ich hab's gesagt. Ich scheiß auf diesen Fitzel. Wir gehen jetzt zu Professor Kenrek. Labern mit dem nochmal und wenn der nichts zu melden hat, dann machen wir noch schnell diesen Charakter-Einsatz. Harding? Inquisitor? Plaudern? Ich dachte, wir könnten vielleicht... Was habt ihr auf dem Herzen? Später. Bis bald. Haben wir erstmal einen hübschen... Bärenwitz gebracht. Oh, ich wünsche, wir hätten vorschlagen dürfen... Bärsänftigung. Einfach nur aus Spaß. Kenrek! Inquisitor. Wie man hört, habt ihr Inquisitor Ameridans letzte Ruhe. Und Ameridan. Mehr. Ich hatte Gelegenheit, mich kurz mit dem Inquisitor zu unterhalten, bevor er starb. Wie bitte? Ein Ritual hat Inquisitor Ameridan all diese Jahrhunderte hinweg am Leben erhalten. Es hat ihn und den Drachen gebunden. Oh, hat Telana irgendeine Art Zauber gewirkt, bevor sie sich zurückzog? Oder wollt ihr... Ihr wollt doch nicht etwa andeuten, Ameridan sei selbst ein Magier gewesen? Ich bin der Wahrheit verpflichtet. Aber wenn sich herausstellt, dass eine derart zentrale Person in der Geschichte der Kirche ein Magier war... Er war außerdem ein Elf. Nicht nur ein Magier, Kenrek. Ein elfischer Magier. Ein... Oh, bei Andrastes Grübchen. Ich werde entweder berühmt oder enthauptet. Das stellt Jahrhunderte der Geschichte auf den Kopf. Und dann noch die Familien, die behaupten, von ihm abzustammen. Das Entsetzen wird grenzenlos sein. Doch wie dem auch sei, wichtig ist allein die Wahrheit. Wenn er ein Elf war, werden die Dalish... Nun, das wird's. Einfach fantastisch. Ich werde die Neuigkeiten angemessen verkünden. Und nochmals danke für diese unglaubliche Gelegenheit. Beschwichtigung von Ameridans Erben einsatzverfügbar? Kann ich euch helfen, Inquisitor? Nachforschen. Reden wir über Ameridan? Ich würde mit euch gerne über... Euren Vorgänger? Gerne. Andere besagen, er verschwand in... Natürlich wird die Erkenntnis, dass er ein Elf und darüber hinaus ein Magier war, zweifellos zu einigen äußerst hitzigen Diskussionen führen. Okay, erstmal auf bald. Können wir das nochmal? Ich hab mich was übersprungen, was wir noch nicht hatten. Halt. Kann ich euch helfen, Inquisitor? Reden wir über Meriden. Euren Vorgänger? Gerne. Das wissen wir. Andere besagen, er habe sich nicht für... Das hatten wir auch schon. Er verschwand in etwa zu der Zeit... Das auch. Natürlich wird die Erkenntnis, dass er ein Elf und darüber hinaus ein Magier war, zweifellos zu einigen äußern... Bis denn. Wir haben dieses DLC durchgespielt. Zu mehr oder weniger 100%. Weltkarte. Himmelsfeste. Reisen. Kartentisch. Wir müssen zum Kartentisch. Ich komme nur nicht über das Bärsänftigen rüber. Ich muss gleich noch was essen. Ich nehme seit 11.10 Uhr ununterbrochen auf und wir sind jetzt bei 18.38 Uhr. Gut, damit wird klar sein, das sind, wie viele... Das sind 7,5 Stunden. Das sind 15 Folgen bislang. Kriegsrat.
Ferelden. Nixon Ferelden. Olé. Die Bürde mit den Bären. Inquisitor, ich habe einen alten Avar-Krieger ausfindig gemacht, der sich im Umgang mit Stammestieren auskennt. Er war nicht gerade billig und als ich ihn überzeugt hatte, die Aufgabe... Du hast schon seit Ewigkeiten dieselbe Frisur, Liliana. Wollen wir nicht vielleicht mal etwas Neues ausprobieren? Ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Und was ist mit unserem Kommandanten? Er macht doch schon was mit seinem Haar. Und es sieht heute wirklich ausgesprochen hübsch aus. Ich mache überhaupt... Soll das heißen, es fällt von Natur aus so? Nun, nicht... ganz. So. Es war nicht gerade billig und als ich ihn überzeugt hatte, die Aufgabe zu übernehmen, bestand er darauf, dass ich Storwacker selbst kennenlerne. Das Tier hat das Futter meines Mantels mit dem Fell eines Bären verwechselt und mich abgeschleckt. Der Avar war höchst amüsiert und meinte, Storwacker halte mich wohl für ein Junges mit Krätze. Oh. Dessen ungeachtet habe ich überlegt, wie wir das Tier einsetzen können. Und wir sollten diesen Krieger und Storwacker gemeinsam mit einem Trupp Soldaten zu anderen Stämmen der Avar schicken, um ihnen die Macht der Inquisition vor Augen zu führen. Auf diese Weise können wir Verbündete gewinnen und die Avar davon überzeugen, uns bei den Patrouillen in den Bergen zu unterstützen. Niemand kennt das Frostgipfelgebirge besser als sie. Kommandant Kallen, es wäre mir lieber, wenn wir unsere neuen Freunde nicht in Gefahr brächten. Suchen wir Storwacker eine Höhle, in der sie sich wohlfühlt und in der sie bleiben kann, bis ihr Dienst für uns beendet ist. Gebt mir die Gelegenheit, zumindest einen Vorteil, gibt mir Gelegenheit, zumindest einen Vorteil aus dieser Demütigung zu ziehen. Lasst uns Storwacker gemeinsam mit unseren Soldaten entsenden und um die anderen Avar zu beeindrucken, tun wir das. Inquisitor. Und die Beschwichtigung von Ameridans Erben. Im Lichte der neuen Beweise hinsichtlich Ameridans Erbe hat die Familie Damerdi. Damerid aus Orle Beschwerden über Belästigung durch den Gelein-Klein der Dälisch vorgebracht. Der Clan wiederum beharrt darauf, die Damerdi hätten jahrhundertelang davon profitiert, ihre Absprung auf Inquisitor Meriden zurückzuführen. Während dieselben Ansprüche des Clans von der Obrigkeit ignoriert worden seien. Während die Dälisch deshalb Entschädigung fordern, wäre es den Typen da am liebsten, wenn sich die peinliche Angelegenheit nie wieder zur Sprache käme. Wir könnten später der Dälisch brauchen, sichert der Inquisition die Unterstützung des Gelein-Clans und dass die Damerids für ihre Weit... und lasst die Damerids... Ich kann kein Französisch aussprechen. Ich kann es lesen, aber ich kann es nicht aussprechen. Meistens. Für unser weitestgehendes Schweigen bezahlen. Die Typen da haben seit Jahrhunderten von einem Namen profitiert, den sie zu Unrecht für sich beansprucht haben. Die Dälisch verdienen ernst gemeinte Entschädigungen. Die Typen da wären äußerst dankbar, wenn wir das Schweigen des Gelein-Clans erkaufen würden, indem wir ihnen einige Erinnerungsstücke an seinen Inquisitor zukommen lassen. Wir lassen das Kallen später machen. Das macht irgendeinen Unterschied. Wir schauen mal. Okay. Wieder einmal quer durch den Raum strecken. Wichtigung von Ameridans Erben. Danke für den Vorschlag. Ansonsten würde ich hier durch meinen Arm ausreißen müssen. Was haben wir denn da? Alles das Gleiche, was der Lohn dafür ist. Was haben wir sonst noch? Macht alles keinen Unterschied, also werden wir das Kallen später machen lassen. Okay, von dem endgültigen Kram macht es einen Unterschied. Also wir lassen das Kallen machen lassen.
das kommt natürlich erst viel später, denn als nächstes steht das hier. Die Katastrophe in den tiefen Wegen in der nächsten Aufnahme. Wenn ich jetzt noch irgendwie eine Minute Dragon Age spiele, dann sterbe ich vermutlich gleich einfach. So. 7 Stunden 35 Minuten. Ich speichere. Und damit, liebe Gemeinde, ist diese Aufnahme von Dragon Age Inquisition beendet. Und ich, scheiße, ich muss euch noch ein paar Siedlerfolgen veröffentlichen. Also nicht nur ein paar Siedlerfolgen, sondern die gesamten Folgen für heute Abend. Die habe ich noch gar nicht geplant. Ich dachte, ich nehme jetzt mal 2 Stunden Dragon Age auf und ist gut. Aber jetzt, gut. Liebe Gemeinde, das war diese Aufnahme von Dragon Age Inquisition. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder, wenn wir in die tiefen Wege vorstoßen. Also, bis dann, viel Spaß noch und danke fürs Zuschauen. Cheerio.